unter dem Motto Künstler helfen mit, organisierte Ferdinandus Orden zum dritten Mal die Künstlerausstellung, um bedürftige Kinder zu helfen, erklärt uns Silvia Kugler. Warum wir das machen? Es ist so, dass der Orden immer von Veranstaltungen natürlich auch lebt und damit, wenn was reinkommt und es kommt immer irgendwie was hinein, wieder für Bedürftige was machen kann. Neben der Künstlerausstellung hat der Ferdinandusorden auch ein Rahmenprogramm angeboten. Genau, also wir sind immer bemüht, natürlich auch ein bisschen Unterhaltung hineinzubringen in die ganze Geschichte. Wir haben erstens mal eine wunderschöne Zinnausstellung hier. Die Kinder können sich Zinnfiguren kaufen, selber bemalen. Es ist um 14 Uhr wird es geben ein Highlight. Da kommen Ritter von Ostarici und zeigen, was ein Ritter früher angehabt hat, und da muss ich sagen, das ist gar nicht so ohne, weil die tragen da, glaube ich, fast bis zu 50 Kilo dann mit sich. Die brauchen auch zwei Knappen, das war früher so, die helfen beim Anziehen des Ritters, die Kinder können dann auch probieren selber, können sich das anschauen. Es gibt natürlich auch Fragen dazu, sie erklären, wie früher die Rittersleute gelebt haben, also das ist sicherlich ein tolles Highlight. Verschiedene Kunstgegenstände aus unterschiedlichen Materialien waren zur Besichtigung und zum Kauf angeboten. Wir haben nicht nur burgenländische Künstler getroffen, sondern auch die bekannte Künstlerin Nina Riebbauer mit ihren Bildern. Bekannt ist sie geworden durch Bilder von Statuen und ihre Technik ist? Es ist Ölmalerei auf Leinwand. Für sie ist der Verkauf von Bildern nicht wichtig, sondern die Hilfsbereitschaft, wenn es um kranke und körperlich oder geistig benachteiligte Kinder geht. Ja, ich freue mich, dass ich da mitmachen kann und dass das ein bisschen was für die Kinder da gesammelt wird. Da freue ich mich, dass ich heute mitmachen kann, dabei sein darf. Weiteres Highlight war die Zinnfigurengießerei mit Zinnfigurenausstellung. Dabei hatten die Kinder die Möglichkeit gehabt, die Zinnfiguren selbst zu bemalen. Den Höhepunkt machten die Ritter von Ostarichi, die einen Einblick in das Leben und die Bekleidung der Ritter gaben. Die freien Ritter von Ostarichi präsentierten vorwiegend auf verschiedenen Burgen, wo kranke und behinderte Kinder ihre Ferien verbringen. Sie erzählen über das Leben der Ritter aus dem 12. bis 15. Jahrhundert sowie deren Ausrüstung, Waffen und Kleidung. An diesen zwei Tagen hatten die Besucher auch die Möglichkeit, die Ausrüstung selbst anzuziehen und sich als Ritter fotografieren lassen. Ein Schaukampf von zwei Rittern war der absolute Höhepunkt der gelungenen Veranstaltung des Ferdinandusordens.
ist einfacher. Na, geht schon, ja. Mit zwei Händen machst du, mit zwei Händen. Und nimmst du so in die, und drückst mich so runter.